Ja, lassen Sie mich nochmal zusammenfassen, was wir bis jetzt heute eigentlich geschafft haben. Wir sind angefangen mit einer Sturm-Liouville-Differentialgleichung, haben die umgeschrieben und ja, jetzt haben wir eine neue Form dieser Differentialgleichung. Wir können das Ganze schreiben als Integralgleichung und können im Grunde die alte Differentialgleichung, die wir hatten, komplett vergessen und das werden wir mehr oder weniger für den Rest dieses Kapitels eben auch. Das heißt also, die Lösung unserer Differentialgleichung ist absolut äquivalent dazu, dass wir suchen, und die Lösung unseres Randwertproblems ist äquivalent dazu, dass wir eine Funktion u suchen in einem Raum x mit der Eigenschaft, dass b von u, v gleich f von v ist für alle v-Element x. Dabei hatten wir den Raum x definiert als den Raum der C1-Funktionen, für die gilt f von a gleich 0. Und ja, das b von u, v habe ich Ihnen hier nochmal hingeschrieben und das f von v, das wir dabei hatten, das habe ich Ihnen hier auch nochmal hingeschrieben. Eine kleine Einschränkung haben wir noch, nämlich das Ganze muss zweimal differenzierbar sein, damit es auch wirklich eine Lösung der Differentialgleichung ist. Ansonsten macht halt die Differentialgleichung für diese Funktion überhaupt keinen Sinn. Das werden wir noch ein bisschen im Kopf haben müssen, aber sonst vergessen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt die Differentialgleichung einfach mal komplett und konzentrieren uns auf diese Integralgleichung. Was könnte der Vorteil dieser Integralgleichung sein? Naja, unter anderem, das sieht doch jetzt schon sehr stark aus nach Skalarprodukten, ja, was wir hier stehen haben. Das heißt also, man wird vermuten, hier kommt man wirklich mit so L2-Argumenten, also mit Argumenten aus dem euklidischen Raum durch. Und genau das werden wir am Ende dann auch sehen. Ja? Das wird die Idee sein, die wir ab jetzt dann verfolgen. Bevor wir das aber tun, möchte ich Ihnen zum Abschluss heute diese Formulierung, die wir hier haben, noch ein bisschen umschreiben. Und dazu schreiben wir uns zunächst mal auf, welche Eigenschaften das b und das f, die wir hier haben, die wir hier definiert haben, eigentlich haben. Zunächst mal das b von u, v. B eigentlich, aber b von u, v ist, ups, sorry, b von u, v ist linear in beiden Variablen. Ja, und das nennt man häufig auch aus naheliegenden Gründen bilinear. Ja, das ist eine Funktion in zwei Variablen und die ist linear in jeder einzelnen Variable. Dann dieses b von u, v, naja, man sieht sofort, das ist symmetrisch in u und v. Das heißt also, b von u, v ist gleich b von v, u oder b ist symmetrisch. Dann noch eine interessante Eigenschaft, dass b von u, u. Naja, das ist, ja, ich gucke es mir einfach hier oben an. Das ist Integral a bis b, p von t mal u' von t zum Quadrat plus q von t mal u von t zum Quadrat. Ja, wenn wir uns hier oben einfach die Definition mal angucken und wir setzen v gleich u, dann steht hier so ein Integral a bis b, p von t, u' von t zum Quadrat plus q von t mal u von t zum Quadrat. Das ist mit Sicherheit größer gleich 0. Ja, und sowas nennen wir dann auch gerne positiv. Für alle, Entschuldigung, für alle u-Element x. Und sowas nennen wir auch positiv semidefinit. Tatsächlich werden wir sogar später zeigen, dass b von u, u ist immer größer als 0 mit unseren Voraussetzungen. Und dann nennen wir es naheliegenderweise positiv definit. Okay, gut. Achso, und das f, ja, das f ist die einzige Eigenschaft. F von v ist linear in v. Okay, wir wollen jetzt unsere Integralgleichung, die wir vorhin hatten, also dieses b von u, v gleich f von v, noch auf eine ein bisschen einfachere Art und Weise schreiben. Ich weiß nicht, ob einfacher, auf jeden Fall noch auf eine andere Art und Weise schreiben. Und ich behaupte, es gilt der Satz. Ups, wie geht hier plötzlich irgendwas schief? Satz sei i von v gleich 1/2 mal b, i von u gleich 1/2 mal b von u, u minus f von u.
Okay, und ich behaupte, es gilt B von U, V gleich F von V. Ach so, und das ist eine Funktion, so das hätte ich sagen sollen, dass i, das geht von x nach r. Da möchte ich also Elemente aus x einsetzen. B von U, V gleich F von V für alle V-Elemente x. Ja, und nochmal zurück, das ist genau unsere Gleichung da oben, die äquivalent war zur gewöhnlichen Differentialgleichung. Das ist äquivalent dazu, dass i nimmt sein Minimum in U an. Okay, und auch das wollen wir wieder beweisen. Und dazu nehmen wir uns zunächst mal irgendein V aus X her. So. Dann definiere ich mir eine Funktion g von Epsilon als i von U plus Epsilon mal V. Das heißt also, Epsilon soll ein Skalar sein, das soll einfach nur eine reelle Zahl sein. Und das ist dasselbe wie, wenn ich das jetzt einsetze in das i, das ist dasselbe wie 1 halb mal b von u plus Epsilon mal v, Komma u plus Epsilon mal v, minus f von u plus Epsilon mal v. Okay. Das rechne ich aus. Und dann haben wir zunächst mal so einen Term 1 halb b von u, u minus f von u. Ja, und da sehen Sie schon, das kann ich gleich hinschreiben. Ups, das ist das i von u, was da vorne steht. Was haben wir noch? Also auf jeden Fall haben wir noch haben wir so gemischte Terme in dem b da vorne und da bekommen wir so zweimal Epsilon mal b von u, v. Da habe ich noch die Symmetrie einmal ausgenutzt. Das heißt, da kommt noch so ein Epsilon mal b von u, v. Und dann bekommen wir noch so ein Epsilon Quadrat halbe b von v, v. Und ja, dieses Epsilon Quadrat, da habe ich die Linearität ausgenutzt, ja, die Bilinearität ausgenutzt von B und habe das einfach ausgeklammert, das ist einfach binomische Formel, was da steht. Okay, und das F von U plus Epsilon mal V, das F von U habe ich vorne schon abgefrühstückt, da bleibt also nur noch ein Minus Epsilon mal F von V. Mit anderen Worten, das ist gleich Epsilon mal B von U, V. Minus f von v plus Epsilon Quadrat halbe b von v, v. Okay, und natürlich dieses Epsilon Quadrat halbe b von v, v. Ne? Wir haben gesagt, das b ist positiv semidefinit, das heißt b von v, v, das ist größer gleich 0. Okay, zunächst mal. Falls b von u, v gleich f von v, gleich f von v ist, für alle v-Element x, ja, das ist unsere Variationsgleichung von oben, dann ist dieser Term da vorne natürlich 0. Also, ja, können Sie das sehen? Ja, ich hoffe. Dieser Term hier vorne, der ist 0. Und das heißt also, g von Epsilon ist gleich. Ja, das ist hier vorne. Das ist natürlich nur die rechte Seite, was ich hier hingeschrieben habe. Also richtig wäre das natürlich so. G von U plus Epsilon, ja, Entschuldigung. So, okay. Wenn B von U, V gleich F von V ist, dann geht dieser Term hier vorne weg. Das heißt also, G von Epsilon ist gleich I von U plus Epsilon Quadrat halbe B von V, V. Das hier vorne ist größer gleich 0. Das heißt, insbesondere ist G von Epsilon immer größer gleich 0. Oder mit anderen Worten, das ich noch nicht anders. I von U plus Epsilon mal V
ist immer größer gleich i von u. Naja, und da ich jedes Element aus x in der linken Form schreiben kann, gilt insbesondere i nimmt sein Minimum in u an. Okay, gut, das ist schon mal super. Jetzt umgekehrt, angenommen, i nimmt sein Minimum in u an. Naja, dann gilt mit Sicherheit, das heißt also, das g hier vorne nimmt sein Minimum an für Epsilon gleich 0. Ups. Warum ist das so? Naja, also wenn ich mir das hier vorne angucke, für Epsilon gleich 0 steht hier ja gerade i von u und das ist das Minimum von i, also nimmt natürlich das g hier vorne sein Minimum an für Epsilon gleich 0. Okay, g ist eine differenzierbare eindimensionale Funktion, das heißt also insbesondere g' von Epsilon ist gleich 0. Okay, was ist denn das g' von Epsilon? Naja, ich habe das g hier vorne stehen. Ja? Das g ist gleich i von u plus Epsilon mal b von u, v minus f von v plus Epsilon Quadrat halbe b von v, v. Achso, g' von 0 gleich 0. G' von 0 gleich 0. Okay, das heißt, was ist die Ableitung von g nach Epsilon? Das hier vorne ist ein konstanter Term, der fällt weg. Hier steht ein Epsilon mal b von u, v minus f von v. Das ist die Ableitung, ist b von u, v minus f von v. Und das hier vorne gibt ein 2 mal b von v, v mal Epsilon. Naja, aber das Epsilon ist 0, ich werte an der Stelle 0 aus. Das heißt, dieser Term hier vorne geht raus. Das heißt, es bleibt mir nur eins über, nämlich das b von u, v minus f von v ist gleich 0. Okay, und da das v beliebig war, gilt das hier jetzt für alle v Element x. Das heißt also, b von u, v gleich f von v ist wirklich äquivalent dazu, dass diese Funktion i ihr Minimum annimmt an der Stelle u. Ich habe das jetzt hier für dieses konkrete b mal so gemacht und einfach mal so hingeschrieben. Aber jetzt könnte man sich mal überlegen, welche Eigenschaften von dem b haben wir denn eigentlich gebraucht? Naja, wir haben tatsächlich nur die gebraucht, die wir hier oben hingeschrieben haben. Nämlich, das b ist bilinear, es ist symmetrisch, das haben wir gebraucht für die binomische Formel. Und es ist positiv semidefinit, das haben wir dafür gebraucht, um hier vorne zu argumentieren, dass das hier vorne größer und gleich 0 ist. Okay, und das f musste linear sein. Das heißt, wann immer so eine Funktion b und eine Funktion f diese Eigenschaften haben, können wir tatsächlich dieses Gleichungssystem, das wir oben hatten, umschreiben in ein Minimierungsproblem. Und das hat eine interessante Folgerung. Und diese Anwendung, die wollen wir uns jetzt noch einmal anschauen. Und zwar eine Anwendung im R hoch n. Wir setzen einfach mal groß x als den R hoch n, versehen mit dem mit dem euklidischen Skalarprodukt. Naja, also angenommen, wir wollen lösen das Gleichungssystem ax gleich b. Und dabei sagen wir jetzt a positiv definit. Ja, dann ist halt das Gleichungssystem auch noch eine eindeutige Lösung. Zunächst mal, Sie wissen, haben wir, glaube ich, auch am Anfang der Vorlesung mal irgendwann gezeigt, falls ax, y gleich b, y ist im Skalarprodukt für alle y-Element r hoch n, also für alle y-Element x, dann folgt schon ax gleich b. Das war so die, wenn Sie wollen, die einfachste Form unserer Variationsgleichung. Also wir können statt ax gleich b zu lösen, können wir uns auch ein ax und b suchen mit dieser Eigenschaft. Können wir uns auch ein x suchen, das diese Eigenschaft, die hier vorne, die hier steht, erfüllt. Okay, jetzt im Sinne von dem, was wir gerade gemacht haben, liegt es doch nahe, Folgendes zu definieren. Wir definieren uns b von x, y gleich das Skalarprodukt von ax und y.
Okay, wenn a positiv definiert ist, und bei uns heißt das immer symmetrisch positiv definiert, dann folgt sofort erstmal natürlich so, wie es da steht, b ist bilinear. Und wenn das a symmetrisch ist, dann heißt das, dass das hier vorne gleich dem gleich x, ay ist. Und das ist wegen der Eigenschaften des Skalarprodukts gleich ay, x. Und das ist gleich b von y, x. Das heißt, daraus folgt, dass b ist symmetrisch. Und da a positiv semidefinit ist, sogar positiv definiert, gilt insbesondere, dass ax, x ist größer gleich 0 und es ist sogar größer als 0 für x ungleich 0. Und das hatten wir oben bezeichnet. Also das ist das b von x, x, was wir hier stehen haben. Das ist ax, x ist größer gleich 0. Und das hatten wir oben bezeichnet als positiv semidefinit. Eigentlich sogar definit, aber ist uns jetzt hier egal. Okay, gut, also wir können also statt zu lösen das Gleichungssystem ax gleich b, das ist äquivalent zunächst mal dazu, dass ax, y gleich dem Skalarprodukt ist von b mit y und nach dem, was wir oben gesagt haben, ist das äquivalent dazu, dass x, i von x, und das war oben definiert als 1 halb mal b von x, x minus, das f habe ich noch gar nicht definiert, Entschuldigung, die rechte Seite möchte ich natürlich haben, das hier vorne ist das b, entsprechend wäre das hier natürlich das f von y. Und irgendwo muss ich das jetzt hinschreiben, minus f von x. Ja, wo schreibe ich das denn jetzt hin? Mit der Vorschrift war es doch alles ein bisschen einfacher. B ist symmetrisch und ich schreibe das nochmal hier hin, damit wir das in die richtige Form bringen, die wir oben gehabt haben, müssen wir natürlich definieren, dass f von y als Skalarprodukt von b mit y. Und dann haben wir genau unsere Aufgabe von oben, nämlich dass b von x, y musste sein gleich f von y für alle y-Element x. Okay, gut. I von x gleich 1 halb b von x, x minus f von x. Das nimmt sein Minimum an. An der Stelle x. Ja, vielleicht sollte ich es lieber hier so. I von u gleich 1 b von u, u minus f von u nimmt sein Minimum an der Stelle x. Der lange Rede, kurzer Sinn. Anstatt das Gleichungssystem hier vorne zu lösen, kann ich auch ein Minimum dieser Funktion hier vorne suchen. Und das kann unter Umständen tatsächlich attraktiv sein. Wir haben das jetzt hier in der Vorlesung nicht gemacht, aber es gibt Optimierungsmethoden, mit der man Funktionen minimieren kann. Das Einfachste wäre, man sucht eine Nullstelle der Ableitung. Die Ableitung ist im Allgemeinen eine nichtlineare Funktion. Das heißt also, man könnte zum Beispiel mit Hilfe des Newton-Verfahrens eine Nullstelle der Ableitung dieser Funktion hier vorne suchen. Und bekäme so neue Verfahren. Man käme so auf neue Verfahren zur iterativen Lösung von linearen Gleichungssystemen. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Kühler-Fromm-Verfahren. Die genau auf dieser Idee basieren. Das heißt also, man schreibt sein Gleichungssystem um in ein Minimierungsproblem und nutzt dann klassische Minimierungsalgorithmen zur Minimierung dieser Funktion. Und man weiß, wenn man ein Minimum gefunden hat, ja, dann hat man tatsächlich auch eine Lösung dieser Gleichung hier vorne gefunden.
Okay, das Ganze hat also tatsächlich auch wieder eine Anwendung auf die lineare Algebra und auf die Lösung von linearen Gleichungssystemen, einen sehr großen Einfluss sogar. Ja, und damit möchte ich es mal für heute bewenden.